Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Hearthstone. Ja, wir haben in der letzten Folge eine neue Schatzjagd angefangen. Und zwar sind wir mittlerweile bei 4 von 8 angelangt und haben jetzt eine Magierin vor uns, die Arkane Geschosse mit ihrer Heldenfähigkeit auf die Hand bekommt. Ihre Fähigkeit kostet 1 Mana, die Arkane Geschosse kosten, glaube ich, auch 1 Mana. Also für 2 Mana kriegt sie letztendlich 3 Schaden zufällig verteilt. Ist nicht so toll. Tanzt mit den Flammen! Wir hauen die mal raus, auch wenn ich Angst habe, den Frosch nicht wiederzuziehen. Bräuchte Low Level Mana, aber haben wir nicht. So, unsere Passiv, die haben wir noch gar nicht gebraucht. Das war, glaube ich, ein Fehler, auf Geheimnisse zu gehen. Den wir da was anders aussuchen sollen. Wenn euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, erhaltet ihr 2 Kopien davon auf die Hand. Hm, okay, ist nicht verkehrt. Zauberwirkt, erhaltet ihr eine kostenlose Kopie. Hm, gibt's schönere? Wenn euer Held Schaden erleidet, wird dem feindlichen Helden ebenso viel Schaden zugefügt. Naja, das bringt auch nicht viel. Ja, super, wir haben Arkane Geschosse gekriegt. Jetzt kriegt er einen Schaden. Also die Geheimnisse waren scheiße. Problem ist, wir haben natürlich nur einen Versuch gegen den Magier. Und ich krieg nichts auf die Hand. Der bringt halt nichts. Obwohl, doch, erhalte jedes Mal, wenn ich Überladung ausspiele. 3 Schaden. Ne, die heben wir uns mal auf. Wer weiß, was er gleich auf Spot zaubert. Ich diene dem Feuerfürsten. Davon hätte ich gerne eine Kopie gekriegt. Seid ihr bereit für ein wenig Danke. Feuerwerk? Sehr schön. Der Gegner ist... Die sind super. Die Typen. So. Ich könnte hoffen auf ein Totem. Oder wir machen das Ganze so. Spielen die Überladung aus. Spielen das Ganze so aus. Hoffen, dass er stirbt. Bingo. Werden als nächstes das hier noch ausspielen und hauen einmal drauf. So, dann haben wir hier einen 5-5er. Der ist scheiße. Gerade deswegen, weil es sind 5 Schaden, die er zurufen. Boah, Gott sei Dank schön verteilt. So, Jade Blitz. Ja, hilft nichts, müssen wir so machen. Ich hoffe, er hat nur 2 davon. Nein, er hat natürlich mehrere davon. Das sind jetzt wieder 5 Schaden, die ich einstecke. Die sind scheiße. Na! Wieso ausgerechnet das? Hätte er den Jade-Golem rausgezogen. So, wir haben hier 4. Dann habe ich noch 2 übrig. Ich könnte 1 und 1 draus machen. Dann hätte ich noch 2 übrig. Oder wir spielen... Naja, wir spielen den. Hauen den raus. Spielen ein Totem. Und hauen weiter drauf. Heilung ist sehr schön. Ja, er spielt unendlich von diesen. Und wir kriegen jedes Mal... Boah, Gott sei Dank. So. Dann schalten wir ein... Obwohl, wir haben noch 3. Dann machen wir es so. Machen es so. Fliegen da noch ein bisschen Schaden drauf. 9. Das sind 5. 6. Kriegen wir nicht tot. Das heißt, ich muss den opfern. Ja, hilft nichts. Den opfern. Und mit dem da rein. Das war's. Wir kriegen wieder eine Heilung drauf. Ihr braucht meine Hilfe. Aber er hat sein ganzes Mana verbraucht, das war's. Sehr schön. Der Sieg ist unser. Das möchte ich aber mal ausprobieren. Ah, okay. So, das war jetzt nur als Rache. Sehr schön. So, dann sind wir wieder bei 5 von 8. Bei 6 von 8 sind wir, sind wir in der letzten Folge... War es in der letzten Folge? Nee, ich glaube in der vorletzten Folge gescheitert. Ziehe 2 Karten. Der wäre nicht schlecht, der wäre auch nicht schlecht. 1 Mana, euer nächster Kampfschrei in diesem Zug wird 2-mal ausgelöst. Spott. Ruf 10 Murlocs. Murloc brauchen wir nicht, wir nehmen die Elementare. Gerade war Low-Level-Karten sind nicht verkehrt. Wichtig für weniger Pupsen. So, was hat der? Alle Todesröchel-Effekte werden 2-mal ausgelöst.
Boah, der ist fies. Oh, der ist fies. Es gibt fiese Todesröchel-Effekte. Und ich habe keine Devolution beispielsweise, womit ich den Diener ändern könnte, weil er wird nur Todesröchel-Effekt-Diener ausspielen. Thrall gegen Azun! Komm, wir schauen mal. Eure Zeit ist gekommen. So. Ich bin der Toten. Es werden natürlich nur seine Todesröchel-Effekte zweimal ausgelöst, nehme ich an. So, wir schmeißen die alle raus, die brauche ich jetzt erstmal alle nicht. Den, der ist gut. Das mit 3 Schaden ist auch nicht ganz so verkehrt. Ja, die Geheimnisse. Okay, Spiegelbild ist nicht verkehrt. Dann haben wir, nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Ist auch nicht verkehrt. Oh, ein Quest. Boah, 7 Diener mit. Boah. Okay, wir spielen die. Dann kann ich danach zumindest einen Totem spielen. Ziehe eine Karte. Krieg dann natürlich 2 Karten auf die Hand. Geht's. Ja. So, Spiegelbild und Eisblock. Da bringen wir auch nicht viel. So, wir behalten mal 2 auf unserer Waffe, damit ich notfalls ihn wehren kann. Ah, wir kriegen ja halt diese Low-Level-Gegner. So, ein 4er. Wir traden mit unserem Totem da rein. Dem da, wobei ich hätte den für 1 nehmen sollen. Ich hätte nur eine Karte gekriegt. Totola, bewahre uns! Okay. Der muss weg. Nein. Alle einen zu vielen Diener mit Todesröcheln auf die Hand. Ah, die Todesröchel-Effekte werden bei uns auch doppelt ausgelöst, so wie es aussieht. Mein Schild für alles. Ewige Ruhe? Nicht heute. Halte einen zufälligen Drachen auf die Hand. Okay. Ich könnte den wegtraden. Dann kriegt er 2 Drachen auf die Hand. Ich könnte aber auch mit 4, 6, 9, 11, 12 Schaden auf ihn draufhauen. Habe ich mich verzählt? Ich hoffe nicht. Auf in die Breschen. Nee, passt. Ich habe mich nicht verzählt. Sehr schön. Das war's. Jetzt kann ich mit mir selbst reden. Sehr, sehr hübsch. So, den nächsten haben wir raus. So, Passivfähigkeit. Bildet ein zusätzliches Mana-Kristall. Verdoppelt euer anfängliches Leben. 1 plus 1. Das war. Das ist genial, 1 plus 1. Gerade bei meinen Jade, weil ich ja sehr viele Diener auf die Hand kriege. Evolution zweimal wäre natürlich auch nicht zu verachten. Aber Jade, wir haben schon viele Jade. Ich gehe mal auf Evolution. Weil wir schon viel Jade haben. Stabi machen kleine Viers aus Wachs. Ruft eine Kopie eines Dieners herbei. Bei Kobold-Partys. Okay. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Kommt letztendlich auf den Diener an. Zufällige Kopie oder Diener, die er anwählt, ist die Frage. Ruft die Kopie eines Dieners herbei. Das heißt, eines zufälligen normalerweise. Zufällig wäre so eine Glückssache, wenn natürlich. Oh, 3 Mana kostet das Ding. So, wir schmeißen die raus. Wir behalten die eine Evolution. Und wir brauchen was mit Low Mana. Die nehme ich ungern, weil es da die Überladung hat. So, wir haben 1 plus 1 auf jeden Fall drauf liegen.
So, was haben wir denn? Dina stirbt, da hält er zufällige befreundete Diener 3 und 2. Das ist schön. Es gibt Non-Klassen, also ohne Klassengeheimnisse mittlerweile, die sind neu. Ja, wir werden das spielen. Allein schon, weil wir ein 2-2er-Jade rauskriegen. So, was hat denn das hier? Geheimnis. Wenn ein Diener euren Helden angreift, greift er stattdessen einen seiner Nachbarn an. Okay. Und drei Diener. Naja, ich lasse es normalerweise nicht so weit kommen, dass überhaupt drei Diener auf dem Board sind. Deswegen ist es leicht sinnlos. Drei Mana, er hat drei Angriff. Schlecht. So, wir haben allerdings jetzt vier. Wir spielen den. Nein, ich habe gedacht... Scheiße, ich habe gedacht, das ist die Schamanfähigkeit mit drei Schaden. Ich habe nicht an Evolution gedacht. Ach, shit. Das wäre nämlich schön gewesen. Sechs und vierer Schaden. Scheiße. Ja, er ruft eine Kopie natürlich davon. Boah, shit. Denkfehler. Denkfehler. Boah, und jetzt vernichtet zwei Mana-Kristalle und euer Gegner wirft zwei Karten ab. Den kriege ich weg. Den kriege ich auch weg. Dann hat er vier Spinnen auf der Pfote liegen. Auch schlecht. Ich habe allerdings nur fünf. Und mir gehen gerade so ein bisschen die Ideen aus. Das wäre gut, weil er halt Mana einbüßt und nichts wirklich was spielen kann. Wobei wir ein 2-2er-Totem rauskriegen. Wir machen es so. Ja, wir kriegen nämlich ein 2-2er-Totem. Dann hauen wir hier gegen einen der Spinnen. Greifen ihn an und hoffen auf die Scheiße. Das war's. Er kostet zwei mehr. Aber wir haben ihn wieder mit vollem Leben. Ja, der ruft unendliche Kopien davon herbei. Seinen Nachbarn an. Oh, Nachbarn ist gut. Hat sich das Spinnenproblem hier erledigt und da sind zwei rausgekommen. So, Sechser. Und wir kriegen einen 3-3er Jade hin. Das ist auf jeden Fall das Beste, was wir spielen können. Denn der 3-3er... Ja, der ist das neue Schwarz. Scheiße, er kriegt auch Kopien davon. Boah. Kann ich Bedarf würfeln? Das ist natürlich fies. Ach. Die Heldenfähigkeit war sinnlos, er hätte den hier zerstören müssen. Okay, jetzt wird's langsam wird's schwieriger. So, wir spielen den Vierer auf den. Wir spielen den Zweier als Ablenkung mehr oder weniger hier rein. Ja. Und traden natürlich mit dem Neuner voll drauf. Ja, er nimmt natürlich den... Nee, oder? Er kopiert sogar die Plus-Eigenschaft mit. Wie fies ist das denn? Cheat. So, ich bräuchte ein 2-4. Ja, komm, ich opfer den dafür. Wir hauen den hier raus. Hauen den raus. Wir traden den hier dazwischen. Kriegen einen 10er und einen 6er. Er würde jetzt den natürlich wieder kopieren. Aber er kann damit erstmal nicht angreifen. Er kriegt so da diesen plus 1 Spot-Eigenschaft. Das ist ja voll fies. Aber er hat nur noch 8 Leben. So, wir spotten den logischerweise raus.
fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Dann haben wir noch 5. Das ist die Frage, spiele ich das? Ja komm, wir gehen Face. Wir spielen das. Spielen das. Und hoffen, dass wir vielleicht nochmal einen Jadeblitz kriegen, dann war es das nämlich mit ihm. Jade ist das neue Schwarz. Ah, er kopiert allerdings. Ah, sehr schön. Das heißt, er kopiert auch mein Leben letztendlich von ihm mit. Okay, das war's für ihn. Wir werden das so machen. So machen und das war's. Sehr schön. Das ging noch halbwegs. So, was können... Oh. Der Todesseher Thrall ist natürlich super. Elementare Jade. Ja, da haben wir schon viel. Nee, wir nehmen auf jeden Fall die nochmal die Evolution. Nur wegen Todesseher eigentlich. Jeder Spieler zieht 3 Karten. Das spielt mir wiederum in die Karten. Jeder Spieler zieht 3 Karten. Das finde ich nicht schlecht. Okay, wir sind bei 7 von 8 schon. Allerdings, für diese Folge war es das erstmal wieder. In der nächsten Folge werden wir genau hier weitermachen. Und dann schauen wir mal, ob wir die 8 von 8 schaffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und sage, macht's gut, bis zur nächsten Folge.